Jetzt möchte ich wieder zwei Politiker begrüßen. Zum einen Klaus Lederer. Klaus Lederer ist Landesvorsitzender der Partei Die Linke hier in Berlin, Mitglied des Abgeordnetenhauses und dort rechtspolitischer Sprecher. Und nach ihm wird Heidi Klohr lesen. Sie ist Gewerkschaftsfunktionärin, Aktivistin und stellvertretende Landesvorsitzende der Partei Die Linke hier in Berlin. Bitte schön, Klaus. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir an Bücherverbrennung auf dem damaligen Opernplatz denken, dann kommen uns ja oftmals Schriftstellerinnen und Schriftsteller in den Sinn, mit denen wir groß geworden sind in der Schule oder weil wir selbst gern und viel gelesen haben. Aber Kultur ist natürlich viel mehr als Schriftstellerei. Kultur ist Wissenschaft, Kultur ist Lebensweise, ist Theater. Und Berlin war in den 20er Jahren eine der liberalsten Städte Deutschlands. Menschen sind hierher gekommen, die es an anderen Orten Deutschlands nicht ausgehalten haben. Berlin hatte eine große Kulturszene, eine freie, liberale Kulturszene. Vorhin war schon von Coco Schumann hier die Rede, als das Berliner Jazzkollegium gespielt hat. Aber wir können auch den Film Cabaret nehmen von wo eine Verfilmung eines Buches von Isherwood was demonstriert, was in der Weimarer Republik hier in Berlin an lebendiger Kultur existiert hat. Diese lebendige Kultur haben die Nazis natürlich ihrem Normierungswahn unterworfen. Sie haben sie kaputt gemacht und Berlin hat bis heute nicht in jeder Hinsicht anknüpfen können an das, was damals kaputt gemacht worden ist. Es galt in der Weimarer Republik schon der Paragraph 175 des Strafgesetzbuches, der gleichgeschlechtliche Handlung zwischen Männern mit einer Strafe belegt hat. Und der Erste, der dagegen gekämpft hat, war der Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld. Magnus Hirschfeld hat hier in Berlin geforscht und gelehrt. Seine Bücher sind hier auch verbrannt worden. Er hat nicht nur als Wissenschaftler gearbeitet, sondern auch als Literat. Das Buch Weltreise eines Sexualforschers, das ist hier an diesem Platz verbrannt worden. Er wurde aus dem Land getrieben. Sein Institut für Sexualwissenschaft, was am Spreeufer existierte, ist wenige Tage nach der Bücherverbrennung hier auf dem Opernplatz geschändet worden, die Bibliothek vernichtet worden. Bis heute gibt es kein Institut für Sexualwissenschaften in Berlin mehr. Ich lese von Magnus Hirschfeld, er hat es erarbeitet, viele andere haben es mit unterschrieben. Eingabe gegen das Unrecht des Paragraphen 175 Reichsstrafgesetzbuch mit den Unterschriften vieler hervorragender Deutscher den gesetzgebenden Körperschaften des Deutschen Reiches überreicht. Eingabe an die gesetzgebenden Körperschaften des Deutschen Reichs. In Anbetracht, dass bereits im Jahr 1869 sowohl die österreichische wie die deutsche oberste Sanitätsbehörde ihr eingefordertes Gutachten dahin abgaben, dass die Strafandrohung des gleichgeschlechtlichen Verkehrs aufzuheben seien. Mit der Begründung, die in Rede stehenden Handlungen unterschieden sich nicht von anderen, bisher nirgends mit Strafe bedrohten Handlungen, die am eigenen Körper oder von Frauen untereinander oder zwischen Männern und Frauen vorgenommen würden. In Erwägung, dass die Aufhebung ähnlicher Strafbestimmungen in Frankreich, Italien, Holland und zahlreichen anderen Ländern durchaus keine entsittlichenden oder sonst ungünstigen Folgen gezeitigt hat. In Erwägung, dass unter diejenigen, die von derartigen Gefühlen erfüllt waren, erwiesenermaßen nicht nur im klassischen Altertum, sondern bis in unsere Zeiten Männer und Frauen von höchster geistiger Bedeutung gewesen sind. In Hinblick darauf, dass das bestehende Gesetz noch keine Konträrsexuellen von seinem Triebe befreit, wohl aber sehr viele brave, nützliche Menschen, die von der Natur mehr als genug benachteiligt sind, ungerecht in Schande, Verzweiflung, ja Irrsinn und Tod gejagt hat. Unter Berücksichtigung, dass diese Bestimmung einem ausgedehnten Erpressertum und einer höchst verwerflichen männlichen Prostitution größten Vorschub geleistet haben, erklären unterstehende Männer und Frauen, deren Name für den Ernst und die Lauterkeit ihrer Absichten bürgen, beseelt von dem Streben nach Wahrheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit, die jetzige Fassung des Paragraph 175 des Reichsstrafgesetzbuches für unvereinbar mit der fortgeschrittenen wissenschaftlichen Erkenntnis und fordern daher die Gesetzgebung auf, diesen Paragraphen möglichst bald dahin abzuändern, dass, wie in den oben genannten Ländern, sexuelle Akte zwischen Personen desselben Geschlechts, ebenso wie solche zwischen Personen verschiedenen Geschlechts, nur dann zu bestrafen sind, wenn sie unter Anwendung von Gewalt, wenn sie an Personen unter 16 Jahren
oder wenn sie in einer öffentlichen ärgerniserregenden Weise, das heißt verstoßend gegen den Paragraphen 183 des Reichsstrafgesetzbuchs, vollzogen werden. Das war die Eingabe in Kurzfassung. Das ganze Papier ist viel länger und auch ein Sittenbild der damaligen Zeit. Wie ist es weitergegangen? Die Eingabe ging 1925 an den Deutschen Reichstag und wurde Ende der 20er Jahre im Strafrechtsreformausschuss des Deutschen Reichstags angenommen, in dem § 175 zur Abschaffung empfohlen wurde. Mit den Stimmen unter anderem der DDP, der Kommunistischen Partei, der Sozialdemokratischen Partei, mehrheitlich. Und nur die Notverordnungspraxis der späten Weimarer Republik hat dazu geführt, dass der 175 nicht mehr gestrichen werden konnte. Die Nazis haben ihn dann sofort, als sie an die Macht gekommen sind, in brutalster Weise verschärft. Es sind Männer ins Konzentrationslager eingeliefert, ermordet worden, sterilisiert worden. Und 1945 erklärten die deutschen Behörden und aber auch die Alliierten diese verschärfte Fassung nicht für typisch nationalsozialistisches Unrecht, sodass sie in der DDR bis 1950 und in der Bundesrepublik Deutschland bis Ende der 60er Jahre in Kraft war, was 1963 den Religionswissenschaftler Hans-Joachim Schöps zu der Aussage verurteilt oder verleitet hat, zu sagen, für die Homosexuellen ist das Dritte Reich bis heute nicht zu Ende. Der Paragraph 175 ist endgültig in der Bundesrepublik Deutschland erst 1995 abgeschafft worden wegen des Einigungsvertrages. Die Linksfraktionen im Deutschen Bundestag und hier im Abgeordnetenhaus bemühen sich seit einigen Jahren darum, alle Urteile, auch die und gerade die in der frühen Bundesrepublik und der DDR, aufgrund von Paragraph 175 ergangen sind, komplett aufzuheben, die Betroffenen zu rehabilitieren und zu entschädigen. Was den Linken und insbesondere der Arbeit meines Freundes Jan Korte zu verdanken ist, nämlich dass bei den sogenannten Kriegsverrätern inzwischen die Rehabilitierung und Entschädigung erfolgt ist, steht bei den verurteilten homosexuellen Männern in der Bundesrepublik und in der DDR noch aus. Es ist insbesondere derzeit die CDU, aber es gibt auch in anderen Parteien Widerstände, die da sagen, was in der frühen Bundesrepublik Unrecht war, Recht war, kann doch heute nicht Unrecht sein. Das ist der Grund, warum dieser Schandfleck immer noch nicht getilgt und warum immer noch Menschen, die in der Bundesrepublik und in der DDR aufgrund dieser Normen verurteilt waren, heute als Verbrecher gelten müssen und immer noch mit dieser Last, nicht nur der psychischen Last der Verfolgung aufgrund von Liebe, sondern mit der Last befrachtet sind, als vorbestraft zu gelten. Es wird an der Zeit, dass das ein Ende hat. Vielen Dank. Ich lese ein Gedicht von Robert Gernhardt. Das wurde heute Morgen im Neuen Deutschland empfohlen und ist auch veröffentlicht als Postkartenkalender für den Tag des 10. Mai. Und da denke ich, da passt es. Das Gedicht heißt, was es alles gibt. Da gibt es die, die schlagen. Da gibt es die, die rennen. Da gibt es die, die zündeln. Da gibt es die, die brennen. Da gibt es die, die wegsehen. Da gibt es die, die hinsehen. Da gibt es die, die mahnen. Wer hinsieht, muss auch hingehen. Da gibt es die, die wissen. Da gibt es die, die fragen. Da gibt es die, die warnen. Wer fragt, wird selbst geschlagen. Da gibt es die, die reden. Da gibt es die, die schweigen. Da gibt es die, die handeln. Was wir sind, wird sich zeigen.